Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 11. März. Guten Morgen bei der 94. Ausgabe des Geek Talk Daily aus Wien. Ich habe heute 11 News für euch vorbereitet. Zuerst geht es um Swatch, Elektroflugzeuge, Streaming, Samsung, ZTE, Amazon, Sony, Star Wars. Und zum Schluss gibt es noch zwei Game News von Minecraft und Nintendo. Wir beginnen bei Swatch und die haben ja ein bisschen den Zorn von Apple auf sich gezogen, zugegeben nicht das erste Mal. In erster Instanz hat Swatch mal eigentlich gewonnen, jetzt geht Apple aber weiter. Worum geht's? Es geht um einen Werbeslogan von Swatch, die werben aktuell mit Tick Different, angelehnt an das Think Different von Apple, so zumindest Apple die Meinung. Dementsprechend klagt Apple jetzt in der Schweiz gegen Swatch, dass sie diesen Werbeslogan einzustellen haben. In der nächsten Instanz wird es darum gehen, zu beweisen, dass über 50% diesen, also der Leute quasi diesen Spruch kennen und damit in Verbindung bringen. Wir kommen ein bisschen zu Zukunftsvisionen. Laut zwei Startups in den USA soll bereits in 10 Jahren das Fliegen mit Elektroflugzeugen möglich sein. Das klingt jetzt irgendwie relativ weit weg quasi, weil im Endeffekt Elektroautos auf der Straße ist es nicht so, als wären sie weit verbreitet, aber grundsätzlich scheinen sie ein gelöstes Problem zu sein. Aber natürlich sind so große Gefährte und dann noch dazu in der Luft dementsprechend wesentlich komplexer. Heißt, da muss noch einiges an Forschung getan werden. Vor allem geht es da um die notwendige Energie, die gewonnen werden muss. Solarpaneele sollen da vielleicht eine Möglichkeit sein. Schließlich flog auch der Solar Impulse 2 alleine nur mit Solar um die Erde. Aber eben gerade bei Flugzeugen, wo über 50 Personen drinnen sitzen sollen, muss man da deutlich mehr Energie gewinnen. Da werden auch Solarpaneele nicht reichen. Wir kommen zu ja, relativ interessanten Zahlen, in dem Fall aus der USA allerdings, leider nur unter Anführungsstrichen. Dort hat Musikstreaming das erste Mal mehr als die Hälfte des Umsatzes auf dem Markt ausgemacht. 51,4% des gesamten Umsatzes am Musikmarkt kamen durch Streaming zustande. CDs, Blu-rays und Vinyls zusammengezählt kommen nur noch auf 22%. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, ist das Bild eigentlich genau andersrum. Dort macht Streaming nur 24% aus und quasi echte Medien machen immerhin noch 54% aus. Wir kommen zu den News von Samsung. Und die erste erscheint ein bisschen wie ein Spaß oder ein Humor, aber nein, es ist nicht der 1. April. Samsung hat das Galaxy Note 7 wieder in den Handel gebracht. Wir erinnern uns, ohne jede Häme, das war dieses eine Gerät, das letztes Jahr im Sommer ein bisschen in Luft aufging, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hat man allerdings schon vor ein paar Wochen angekündigt und Gerüchte gehört, dass dieses Handy quasi wieder in den Handel kommen könnte. Zwar jetzt nicht unbedingt bei uns. Mittlerweile sind in Vietnam aber Geräte aufgetaucht. Die Nummer passt, die Optik passt auch. Nur Samsung war natürlich schlau genug, einen kleineren Akku zu verbauen. 3200 mAh sollen das sein. 300 mAh weniger als im quasi Original des letzten Sommers. Wir bleiben bei Samsung, die haben ja gemeinsam mit dem Galaxy S8 einen neuen Sprachassistenten vorgestellt. Bixby soll der heißen, seit heute wissen wir auch, dass er in Deutsch kommt, das allerdings erst Ende diesen Jahres. Vielleicht gibt es vorher bereits eine abgespeckte Variante, das weiß man noch nicht so genau, voll kompatibel mit der deutschen Sprache wird aber erst Ende des Jahres sein. Bedeutet alle, die sich jetzt eine S8 kaufen, können leider noch nicht auf den neuen Dienst setzen. Zum Glück kann der Bixby-Button aber auch mit jeder anderen App belegt werden, wie wir seit letzter Woche wissen. Wir kommen zu einer Neuvorstellung einer Smartwatch, die erste Smartwatch der Firma ZTE. Die sind schon, ja, über das ein oder andere gar nicht so schlechte, günstige Handy aufgefallen. Und auch bei der Smartwatch stehen die Zeichen auf günstig, aber durchaus potenter Hardware. Im Endeffekt gibt es für $200 eine Smartwatch, die sogar einen eigenen Mobilfunkchip hat. Im Endeffekt durchaus nicht uninteressant. Wer jetzt glaubt, die gibt es nur in China, dem dürfte nicht so sein. Exklusiver Partner in den USA dürfte zum Beispiel T-Mobile sein. Dementsprechend bleibt zu hoffen, dass die auch entsprechend vielleicht dann irgendwann in Europa erhältlich sein wird. Amazon hat einem Vergleich mehr oder minder zugestimmt mit der US-Handelsbehörde. Die dürfen jetzt oder müssen jetzt durch quasi von Kindern getätigte In-App-Käufe zurückerstatten. Das liegt daran, dass laut der Handelsaufsicht quasi Amazon das nicht entsprechend absichert und dementsprechend Kindern nicht ermöglicht, quasi da einzukaufen. Jetzt muss Amazon eben In-App-Käufe von Kindern zurückerstatten im Wert von 70 Millionen US-Dollar. Wir kommen zu Sony und Sony hat im Endeffekt heute in einem Interview kam raus, da hat der Sony-Chef Katsuo Hirai gesagt,
dass sie nicht mehr großartig vorhaben, im Smartphone-Geschäft zu sein. Das ist jetzt kein Rückzug, das heißt nun mal in erster Linie, dass sie jetzt nicht umkrampft oder irgendwie Boden gut machen wollen. Vielmehr möchte Sony auf Zukunftstechnologien setzen, die vielleicht auch das Smartphone ablösen könnten. Zum Beispiel VR, gerade mit der PlayStation VR hat da Sony ja schon was in den Startlöchern. Von durchsetzen möchte ich noch nicht sprechen. Ich bin auch PlayStation VR-Nutzer und auch nicht ganz zufrieden damit. Aber ja, im Endeffekt, sie haben ja da mal auf jeden Fall schon ein Bein drinnen und möchten quasi ihre Anstrengungen in Zukunft auf dieses Segment lenken. Bevor wir zu der Game News kommen, oder zu den zwei Game News, eine kurze Film News. Star Wars 8 und 9, das ist Episode 8, wird ja heuer kommen. Da gab es heute die Info von Carrie Fishers Bruder. Carrie Fisher ist ja Ende letzten Jahres gestorben, dass Prinzessin Leia quasi auch in Episode 8 und auch in Episode 9 noch auftauchen wird. Wie schon von Lucasfilm zu hören war, wird es keine CGI-Sequenzen geben, das heißt, sie wird nicht hineinanimiert. Vielmehr dürfte es da offensichtlich bereits Filmmaterial geben. Das wurde jetzt von Familie Fischer freigegeben und dem zugestimmt. Das heißt, wir werden Prinzessin Leia, wenn auch in deutlich gekürzter Form, noch in den anderen beiden Star Wars Filmen sehen. Ja, wie versprochen, zwei Game News am Ende. Das sind eher größere News, darum doch mal zur Abwechslung in einer Daily-Folge. Ich halte es aber kurz, versprochen. Zum einen, Minecraft bekommt in der Pocket Edition, das ist die für Smartphones, und in der Windows 10 Edition in Bälde einen Ingame-Store, wo ihr gegen Echtgeld Dinge kaufen könnt. Da geht es jetzt nicht um typische Spielverbesserungen im Sinne von, ich kaufe mir irgendwelche Boosts, sondern eher darum, dass andere Leute quasi Skin- und Texturpakete anbieten können, aber auch komplette Welten und die dann quasi für Geld einstellen können und man das dann von denen, deren Kreationen abkaufen kann. Zuletzt eine kurze News zu Nintendo. Die werden in der Nacht vom 12. auf 13. April eine Nintendo Direct abhalten. Das ist ja quasi immer Nintendos Variante, der Weltöffentlichkeit etwas vorzustellen, so auch damals ganz am Anfang die Switch. Neue Konsole wird es nicht sein, keine Sorge. Im Hauptfokus wird stehen Splatoon 2 und ARMS. Aber es soll auch Neuigkeiten zu einem Nintendo 3DS-Spiel geben. Da gibt's noch keine näheren Infos dazu, was das sein wird. Wir dürfen gespannt sein. Ich werde euch die Woche dann sicherlich noch entsprechend auf dem Laufenden halten. Ja, ansonsten, das war's von dieser Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Danke und ciao. Hört mehr Geek Talk.